Hey und hallo zu Sims hier, zu Teeny Sims Restaurant und wir haben die Nacht überstanden, wir haben geschlafen und ja, Teeny zumindest und Kanalskanal und heute geht's natürlich gleich nochmal ins Restaurant, denn irgendwie bin ich der Meinung, dass wir uns dann noch ein bisschen durchgraben müssen, dass das Restaurant noch ein bisschen besser werden kann. Okay, wir lassen sie aufessen und kümmern uns dann um die Dinge, die da auf uns zukommen, weil, ich weiß nicht, irgendwie die Garten, der kann das Kanal auch machen, dann irgendwie, wenn er dann irgendwann mal dann weiterentwickeln und, weiß nicht, Garten, alles ernten, Garten pflegen und so weiter, kann er sich kümmern. Garten, Hunger hat er auch kein so viel und ihm geht es richtig gut. Okay, also hier können wir auch ein bisschen Garten pflegen und hier war auch alles ernten. Und dann wird er sich um die Sachen auch so kümmern. So, okay. Wie weit ist er? Er ist aufgestanden, also wird er gleich losgehen und Tini ist noch am Essen. Da können wir also gucken, wie er ein bisschen durch den Garten peest, beziehungsweise. Na gut. Also warten wir noch einen kleinen Moment. Okay, Tini ist fertig, hat schön aufgeräumt, wunderbar. Und damit geht's gleich ab irgendwie ins Restaurant. So, umziehen lassen, reisen. Jupp, los geht's. Noch ist zu. Und, ja, los. Mach doch auf, das Ding. Genau, wir machen jetzt auf und dann sehen wir, um 29 Simmons haben wir Speisenumsatz. Ach so, das war irgendwie vom letzten Mal. Gut, wir machen auf und das ist alles auf 0 und haben jetzt 1,5 Sterne, beziehungsweise. Ah ja, können wir jetzt gleich mit irgendwas machen und so? Oder wie war das? So, Olivia verwalten. Wir verwalten wir jetzt Olivia und befördern zur Empfangsdame Level 4. Herabstufen und kritisieren Feuer und für Schulungen bezahlen, überprüfen. Wir loben sie mal kräftig. Und irgendwie, wie ist das? 375 Vorzeitpunkte haben wir. Und ich wollte auch irgendwie noch. Yay, sie ist happy, sie freut sich. Wo ist die Kellnerin? Die hätte ich auch gleich mal Lob irgendwie zugeschustert und warum auch nicht? Okay, das machen wir auch gleich. So, Maya ist nämlich die Kellnerin und wir können sie auch loben. Und letztlich wollte ich irgendwie. Ich wollte noch Personal einstellen und Dashi verwalten und loben wir auch mal Herabstufen und Köchin Level 3 loben. Okay. So, was haben wir? Restauranteinstellungen, was ist da? Das haben wir schon. Silber Gewinnspanne haben wir schon ziemlich hoch. Und ich wollte auch gerne mal das Goldpaket. Irgendwie sind schon 42 pro Tag. Ich glaube, da kommen aber irgendwie mehr Gäste. Und wie ist denn das, wenn wir jetzt hier Angestellte verwalten, Berichte ansehen? Okay, wie ist es mit den Vorteilspunkten? Zusätzlicher Kellner 350 Punkte. Ja, nehmen wir mal einfach einen zusätzlichen Kellner und ich würde sagen, das kann nur gut sein. Restauranteinstellung und hier können wir unsere Angestellten verwalten irgendwie. Und dann müssen wir mal gucken, so wo sind bin ich jetzt hier? Jetzt bin ich bei den Köchen. Ach so, ich könnte natürlich auch eine Köchin einstellen, aber dann läuft die Kellnerin sich tot. So, also bestellen wir erstmal einen Kellner. So, Stefan Bach. Okay, wir sind so irre und obwohl Alina Abendstern könnte bei uns auch kennen. Wieso Alina hier? Das ist voll cool. Aber sie hat schon zumindest jetzt mal, sie hat mega Charisma und sie hat auch. Ja gut, und so viel teurer ist sie gar nicht. Okay, wir stellen Alina ein und freue ich mich drauf. Hallo Alina. Wo ist sie denn? Hier sind die ersten Gäste und ich weiß nicht, wann Alina. Ach so, sie ist alt. Na, hoffentlich fällt sie mir nicht um. Wer ist denn das hier? Ein Stammgast. Wir stellen uns nicht vor, sondern begrüßen. Und Management und begrüßen. Und irgendwo sind doch hier auch schon Leute. Die sind ja schon hingesetzt hier. Irgendwie. Und jetzt kann die Kellnerin auch schon mal auf die Leute zugehen. Wow, die Deko ist wirklich schön. Los, komm, den begrüßen wir auch. Begrüßen und wir begrüßen auch Sie hier.
Die freuen sich zumindest schon mal über die Deko und wir begrüßen auch die Leute. Alina ist gleich dran und sie sind auch selber irgendwie eingeteilt, dass sie da ihre Tische und so weiter und wahrscheinlich auch finden und irgendwie, ja, auf jeden Fall weiß, wie es läuft. Keine Ahnung. Hier drüben ist Susi. Susi ist neu. Ich begrüße noch jeden Einzelnen. Susi trinkt alle Drinks, aus die hier stehen. Okay, dich begrüße ich auch. Und hier ist auch noch Kim. Wo ist denn jetzt Melanie hingelaufen? Hab ich nicht gesehen. Ist sie hochgegangen? Nee, eher runter. Okay, unten steht die Kellnerin und also Melanie, weiß ich nicht, wo die hingelaufen ist, keine Ahnung. So, habe ich jetzt alle begrüßt. Hier drüben ist sie. Okay, dann machen wir das mal so. Jetzt, wir begrüßen sie auch mal. Und hier vorne herbeirufen, Management und wir prüfen mal den Tisch und dann gucke ich mal, was daraus wird aus diesem einzelnen Tisch. Und wir können natürlich auch gleichzeitig dann irgendwie die Bestellung priorisieren. Alles klar. Die sitzen hier vorne am Spieltisch. Naja, wie sie wollen. Ich habe mich auch schon mal überlegt, irgendwie diesen Tisch wegzuräumen und einen anderen herzustellen. Jetzt ist sie wieder rausgelaufen. Okay, sie lässt sich allerdings einen anderen Tisch geben. Naja, warum? Ich möchte schon mal einen guten Hunger wünschen. Für Empfehlungen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wow. Okay, mal gucken. Die haben schon Vieren auf dem Kopf und das weiß ich nicht, wie sich das aufwirkt. Auswirkt, wollte ich sagen. Jetzt sind hier vorne, die sind weggelaufen. So, Tini muss aufs Klo. Ja, da können wir nichts gegen machen. Aufs Klo muss man einfach irgendwie. Guck mal hier. Hier ist Sunshine, ist auch zu Gast bei uns und im. Okay, begrüße sie und dann schauen wir mal, wie es weitergeht und mal gucken. Okay, haben wir denn jetzt hier irgendwie schon ein bisschen was erreicht? 8 Bewertungen haben wir da, 175 Vorteilspunkte und so weiter. Geschäftsbudget habe ich, aber ich hab sogar Speisenumsatz schon gemacht. Und da kommt der Nächste. Wer ist denn das? Hallo. Shiva. Okay, warum kann ich sie nicht? Dieser Sim wurde bereits begrüßt. Okay. Gut, dann soll es eben so sein. Ich weiß auch nicht, wollen wir sie, wann und wo wir sie begrüßen? Können wir uns jetzt hier ein. Oh, die kriegen auch schon Essen. Sehr geil. Kann ich jetzt hier auch trotzdem mich da einmischen? Wir. Tisch gratis. Gratis Dessert. Das servieren wir mal, wenn die dann fertig sind mit Essen. Da freuen die sich. Und das finde ich schon cool. Irgendwie ist Melanie überhaupt nicht gut, davon zu sprechen, aber naja, warum nicht? Okay, hier spendieren wir mal gratis Getränke und hier. Mal sehen, warum sind die weggelaufen? Sind die doof? Okay. Gut, haben zumindest 87 Simlons Speisenumsatz hier gelassen und dann ist es mir auch egal. Die Restaurantleitung war so aufmerksam, dass ich mich wie ein Ehrengast gefühlt habe. Willkommen. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Unser Koch ist ein kulinarisches Genie. Das stimmt allerdings. Und ich weiß nicht, wenn die da unten so viel kocht. Wie sehe ich denn das? Ich verwalte sie mal und sie ist schon angestiegen. Feinschmecker kochen und so weiter. Kann ich hier sehen, was sie für Level hat? Dass die Mischke auf Level 1 herabstufen? Nö. Auf Level 3 befördern und was steht hier? Da wie Mischke feuern. Komm, wir befördern sie und da brauche ich nicht mal hinlaufen. Ist ja genial. So, sie essen noch. Und die hier, Alina, die wollte ich irgendwie Alina verwalten und Alina möchte ich es einmal loben und Alina verwalten nochmal. Und Alina möchte ich auch für eine Schulung bezahlen und zwar Standard. Nö, da gehen wir schon richtig Kohle aus. Wir haben ja richtig Kohle, so ist es ja nicht.
Jetzt haben wir auf immer, vorhin hatten wir 87 oder so, jetzt haben wir 55 Speisen Umsatz. Okay, und die Sterne sind irgendwie schon cooler geworden. Eine Beförderung für mich? Ich? Na klar, das wurde ja auch Zeit. Ich meine, vielen Dank, Frau Sim. Frau Sim, ich fühle mich geehrt. So, sie fühlt sich geehrt. Und auch hier, okay, die Essensqualität sollte ein bisschen besser werden. Das Wachstumspotenzial möglich. Und persönlich, also persönlichen Touch haben wir hier nun wirklich. Also gibt es gar keine Frage. Habe ich jetzt Schulung? Hier hinten wollte ich auch Schulung. Ich wollte mal richtig Kohle ausgeben für Schulung. Meierverwaltung, Schulung bezahlen. Kurze Schulung. Wie sieht es denn aus bei der Köchin? So, geben wir mal richtig Kohle aus und genauso. Und für Schulung bezahlen. Und sie kriegt auch eine kurze Schulung. Und das muss ja irgendwie helfen. So, dann müssen wir heute noch... Ach, deswegen haben wir keinen Speisenumsatz? Gut, verstehe ich trotzdem nicht. Muss ich auch nicht verstehen. Aber hier um den Tisch sollte ich mich mal kümmern. So, Tisch überprüfen und die anderen sind auch gegangen. Wie spät? Es ist 21.17 Uhr. Ein bisschen lassen wir noch offen. Danke, ich weiß, Investitionen und so weiter zu schätzen in Zukunft. An meinem freien Tag am Unterricht teilnehmen. So, die beiden sitzen auch hier und da drüben sitzen auch welche. Susi ist heute mit Kim essen. Sie geht irgendwie jeden Tag mit jemand anderes essen. Die Wartezeit ist ziemlich lang und Bestellung priorisieren und... Oh, was ist denn hier los? Okay, müssen wir auch mal gucken, dass sie irgendwie hier ein bisschen mehr happy sind. So, dann laufen wir hier rüber und dann überprüfen wir den Tisch mal. Und den kannst du auch mal überprüfen. Und dann wollen wir mal gucken, warum das hier irgendwie nicht hinhaut. So, hier unten war ich gewesen und die sind auch happy. Aber die sind überhaupt nicht happy hier. Unten haben sie auch Vieren im Kopf. Jetzt ist hier auch schon wieder rot geworden. 122 Speisenumsatz und... Also, die sind abgehauen, würde ich mal sagen. Ja, hallo? Wozu habe ich zwei Kellner, wenn ihr euch nicht kümmert? So, sind die jetzt irgendwie... Wartezeit ist ziemlich lang. Hat sie es bestellt? So, Bestellung priorisieren. Wo sind die jetzt? Wo ist jetzt irgendwie Tini? Ach so, sie ist immer noch bei dem Typen, der ist aber irgendwie ein bisschen verwirrt und wahrscheinlich mehr wie wir, weil sie ist benommen. Delirium. Ja, warum auch immer. Was ist mit dir? Geht's aber ganz gut, muss ich sagen. So, Gruppen bin ich irgendwie falsch und okay, wir haben Speisenumsatz. Geschäftsbudget ist natürlich niedergegangen und irgendwie... Jetzt sind die auch abgehauen. Bewertung gestiegen. Aber sind die abgehauen oder was ist jetzt passiert? Die sind auch abgehauen, die sind abgehauen. Ist ja blöd. Es ist auch abends fast 23 Uhr. Okay, los, den einen nehmen wir noch. Hier kommen irgendwie noch Leute. Die würde ich schon gerne noch irgendwie nehmen. Genau, mal gucken. Hier, guck mal. Begrüßen. Oh Gott, das wären ja noch richtig viel. So, Management, begrüßen. Du, das ist deine Frau, glaube ich, begrüßen. Denn das hier ist irgendwie, gar keiner. Doch, Dominic Farris und das ist hier, Moira Farris. Keine neuen Gäste. Okay, jetzt kann sie auch rumtelefonieren und Schulungen haben wir ja schon im Gang. Warte mal, irgendwie, wo ist denn das jetzt hier? Was haben wir jetzt hier? So, Nettogewinn ist immer noch minus, Zusatzkosten und so weiter. Verkauf, Speisenumsatz, ausstehende Gehälter, Werbungskosten sind 73.
Okay, macht irgendwie ja summa summarum ein Nettogewinn 197 Simmelers. Na gut, vielleicht können die noch ein bisschen hier eingefahren werden mit dem Essen. Mal sehen. Okay, können wir hier an dem Tisch was machen? Die freuen sich über den. So, Tisch überprüfen. Und wo sind die anderen jetzt? Okay, hier läuft noch ein Sim. Da gucken wir auch mal. Halt mal an, wenn die läuft, kriege ich die überhaupt nicht. Chiovan. Okay. Wie sieht sie aus? Ich dachte, die habe ich gar nicht im Spiel, aber gut, sie ist bei mir doch im Spiel und irgendwie. Okay. Ganz niedlich. Und dann gucken wir mal. Wo ist denn Tini? Ach so, jetzt. Eben haben die sich begrüßt und jetzt sitzt er mit ihr zusammen. Okay, jetzt gehst du mal den Tisch überprüfen und die sind irgendwie schon vier hier. Was ist denn mit ihr? Warum ist sie denn benommen? Sie möchte Krankheiten mit Medizin heilen und Sterne zu sehen ist in der Regel eine schöne Sache. Es sei denn, du bist der Einzige, der welche sieht. Gucken wir mal, was ist hier? Ach so, sie ist Kleptomanin. Sie hat natürlich unbedingt einen Drang zu klauen und okay, pass mal auf. Deko ist ja schön und irgendwie habe ich hier das Gefühl, dass wir hier. Ach so, ich kann. Haben die schon bestellt? Dann bestellen wir, priorisieren wir die Bestellung und. Okay. Was macht meine Köchin da unten? Geht, läuft bei dir alles gut? Ich muss 550 Vorteilspunkte. Ich möchte unbedingt einen zweiten Koch haben. Gestern 24 Stunden lang kommen viel mehr zum Essen, in der, also viel mehr Gäste kommen. Zutatenqualität kann ich erhöhen. Die Fähigkeit, die Qualität der Zutaten zu wählen, wird freigeschaltet und Überernte. Profitiere von der Überernte. Die Zutaten sind 24 Stunden günstiger. So, was ist ein zweiter Koch? Zusätzlicher Koch sind 750 Punkte. Motivationsrede. Also, wir haben total verrückte Sachen und den Kellner haben wir gestern schon, würde ich auch ganz geil finden. Mal sehen. Ich heb zumindest nochmal auf. Mein Koch ist hier und Dashi. Geht es dir eigentlich gut? Steht das hier irgendwo? Hier steht das. Zufrieden, neutral, neutral, neutral. Sehr zufrieden. Oh, wow. Und ist irgendwie ständig ansteigend. Okay, cool. Und meine Sterne sind jetzt hier vollständig. So, geschlossen haben wir noch nicht, aber irgendwie sollten wir uns langsam kümmern. Es ist jetzt 1:04 Uhr. Haben die letzten Gäste was bestellt oder was ist jetzt hier irgendwie passiert? Der Service ist großartig. Habe ich irgendeine Möglichkeit, da was zu machen? Die Bestellung priorisieren wir auch und ja, ich will die nicht einfach so wegschicken, weil wir haben jetzt hier Speisenumsatz 86 Simmelons. Ist denn hier oben ohne einer? Wo ist sie denn da gewesen? Nö, nee, hier ist keiner. Ich weiß gar nicht, warum sie da oben rumrennt und was sie da oben gesucht hat jetzt. Guck mal, Alina ist hier schon unterwegs mit den Leuten und bei denen auch und mal gucken. Ich werde dem Küchenpersonal Beine machen, das Essen wird bald servieren. Das Essen wird bald serviert. Okay. Was stand da eben? Das ist total verrückt. Das Essen wird bald serviert werden. Ach so, das ist ein normaler Satz. Ja, warum nicht? Und irgendwie können wir hier, können wir denen irgendwie was gratis geben hier den Leuten? Das wäre doch ganz cool eigentlich. Gratis Speisen? Ich, ja, bin da nicht irre. Ich muss auch nicht allen gratis Getränke, aber die sind viel unzufriedener hier hinten.
Kann ich denen das antun? Irgendwie was Schönes? Nee. So, haben die jetzt bestellt und priorisiert? Ah, jetzt da. Jetzt kommt Alina mit dem Essen. Ein Gläschen Ehren kann niemand verwehren. Besonders bei Freigetränken. Die Runde geht auf mich. So, Tini lädt hier ihre Gäste ein. Okay. Ah, die essen jetzt, sind die beim Essen hier. Jetzt haben wir es. So. Okay, die kriegen auch eine Runde gratis. Jetzt sind die sogar bei 5 hier. Guck mal, die sind richtig hochgehauen hier. Wie verrückt. Wie ist das eigentlich, wenn Tini Hunger hat? Kann sie hier auch sich einfach was zu essen nehmen? Oder wie geht das? Jetzt steht die rum. So richtig happy sind die nicht. Muss ich sagen. Der Service ist großartig. Was sagt sie denn dazu? Der Service ist wirklich großartig. Ganz toll. Gut, also wie Tini jetzt hier zu essen kommt, weiß ich auch nicht. Und haben wir jetzt hier... Je länger wir aufhaben, je mehr sind die Gehälter und so weiter. Zutatenkosten werden ganz groß geschrieben. So, was ist die Wartezeit? Ist zu lang, Essenqualität könnte besser werden. Und ausgezeichnet ist der Service. Jo, zufrieden, neutral zufrieden und so weiter und so fort. Und okay, die lassen wir noch irgendwie zu Ende essen. Was machen wir denen hier inzwischen? Der denkt an Techtelmechtel. Was machst du da? Cerealien essen, okay. Soll es so sein? Und was steht hier? Irgendwie ist es ja spannend, wenn die hier irgendwie beim... Da kennen zwei Leute an dem Tisch. 625 Vorteilspunkte. Guck mal, geduldige Gäste. Das finde ich eigentlich gut. Hallo, das möchte ich haben. Und dann müssen wir für die anderen ein bisschen sammeln. Okay, es ist sau spät, es ist 3 Uhr. Sind die jetzt fertig hier? Guck mal, die sind fertig und hauen jetzt ab. Und sind schon bei 4 Punkten. Oh, sehr cool. Die sind schon mal weg. Und was ist mit denen hier? Tini, wenn du aufgegessen hast, kannst du ruhig aufräumen gehen und was ist hier? Sie guckt Fernsehen. Ach so, hier vorne. Oh, du Arme, hast nicht aufgegessen. Hättest aber gekonnt. Was denn bloß mit diesen beiden anderen Typen? So, Cerealien essen und Kanal schauen. Wo war das mit dem... Das hat sie gesehen, ne? Das gucken jetzt alle. Aha, jetzt hauen die ab oder was machen die hier? Jetzt kriegt er nochmal Essen. Ach nee, jetzt kommt dieses Gratisgetränk. Okay. Gut, wie sieht's aus? 223 Speisenumsatz und wir gucken nochmal drauf. Ja gut, wie gesagt, so richtig durchsehen. Wir haben was verkauft, wir haben Speisenumsatz und aber Nettogewinn haben wir keinen und irgendwie, ja, so richtig durchsehen tue ich nicht. Ich sag mal, wir machen jetzt hier zu. So, wir schließen jetzt und irgendwie haben wir hier was bezahlt. Keine Ahnung, die hauen ab. Okay, er hat ausgetrunken und haut ab und gut. Und zu euch sage ich auch, schön, dass ihr da gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare und lasst es gut gehen. Tschüss.